Zensur! Okay, angekommen in Berlin und jetzt muss ich irgendwie einen Weg finden zum Potsdamer Platz. Aber ich habe noch, ich glaube, 2,5 Stunden Zeit, also von daher alles easy. So, Tag Leute und damit herzlich willkommen zum Demo-Vlog in Berlin am 23.03. Und mit Überbelichtung und ganz viel tollen Zeug. So, ich bin jetzt hier beim Bundestag ausgestiegen, weil ich dachte mir, man kann auch mal ein bisschen durch Berlin laufen. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal hier war. Einige Jahre. Und ich denke mal, die Stimmung heute wird krass. Man sieht schon die ersten Leute mit Demoschildern rumlaufen. Ja, und dann schaue ich mal, wie ich das jetzt so mache. Yep, definitiv eine ganze Weile her, dass ich hier war. Ich habe das Tor sehr viel größer in Erinnerung. Ja, 12.37 Uhr und es haben sich schon einige Leute versammelt, aber noch ist ja genug Zeit. Bevor ich noch ein bisschen was erzähle zu den Rednern hier und dem ganzen Programm, kurzer Ablauf generell, wie heute alles stattfinden wird. Wir können ja dankbar sein. Uns wurde großartiges Wetter geschickt. Die Götter sind mit uns. Die Götter wollen keine Upload-Filter. Eine erste Schätzung gerade mal für den Anfang. So um die 10.000 bis 15.000 Leute sind bereits da. Das ist der Anfang. Und wisst ihr was? Nicht nur hier in Berlin, in ganz Deutschland. Wir haben Zahlen aus Hannover, 2.000, 4.000 aus München. In ganz Deutschland, in ganz Europa haben sich heute junge Menschen, alte Menschen, alle Menschen dieser Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, zusammengefunden, um gegen dieses Urheberrecht zu kämpfen. Das ist groß. Es heißt immer wieder, das sei ein Ausdruck von Verdrossenheit gegenüber Europa. Nein, ist es nicht, denn jeder von uns hat begriffen, so wie er das Internet begriffen hat. Wir brauchen keine Welt mit kranken Grenzen. Wir sind grenzenlos wie das Internet. Und deswegen sind wir auch überzeugte Europäer. Und als überzeugte Europäer fordern wir, dass wir gehört werden, wenn ein Urheberrecht verabschiedet wird, das uns betrifft. Ja! Und nächste Woche werden wir diese Petition, eure Stimmen aus ganz Europa, aus Polen, aus Luxemburg, aus Belgien, aus den Niederlanden, an Antonio Tajani liefern. Wir haben ihn eingeladen, die Petition entgegenzunehmen. Und es wird uns alle sehr freuen, wenn ihr ihn anruft, ihn antwittert und ihm sagt, euch ist dieses Thema wichtig. Ihr wollt, dass dieses Gesetz ein faires und gerechtes Gesetz wird und kein Gesetz, das nur für Rechteverwerter ist. Ja, Dominik! Ja! Weil ihnen die sachlichen Argumente ausgehen. Ja! Und sie wollten sogar die Abstimmung vorziehen, weil sie bemerkt haben, dass wir mit jedem Tag stärker werden. Sie haben uns als Mob beschimpft, als Bots verunglimpft und uns versucht, mit allen Mitteln zu diskreditieren. Egal, was am Dienstag passiert. Wir haben gelernt, verbünden lohnt sich, mitmischen lohnt sich, demonstrieren lohnt sich, Demokratie lohnt sich. Alles lohnt sich. Ja! Das Internet ist ein Mutmacher für Millionen von Menschen. Es bilden sich nämlich Communities um Themenbereiche, um gemeinsame Interessen, Probleme, Krankheiten, um so viel mehr. Und
ist, der findet ihn im Internet. Und gefühlt die Hälfte ist schon da hinten weiter vorne. Das ist der absolute Wir Ort. Wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen das ist Artikel 13! Absolut krank! Allein der Zug ist bestimmt 2 Kilometer lang. Ist okay, vielleicht brauchen wir einen, aber holy moly! Ich wollte eigentlich an dieser hohen Stelle mal kurz den gesamten Zug filmen, aber es kam einfach immer mehr. Ich habe jetzt mal die Flussseite gewechselt und wegen Licht laufe ich jetzt rückwärts. Ich stand jetzt eine halbe Stunde fast auf dieser Brücke, um den gesamten Zug zu sehen. Aber es ist einfach kein Ende in Sicht. Es ist ca. 500 pro Minute, die da langlaufen und ich stand da 30 Minuten. Und es geht immer weiter. Jetzt versuche ich irgendwie noch mal ein bisschen aufzuholen. Und Alter, da drüben, holy moly. Da ist alles voll mit Menschen, komplett. Safe.
über 20.000. Das kann ich safe sagen. Mindestens. Und ich bin vollkommen außer Atem. Das ist absoluter Hammer. Alter. Aber das ist ein Hype hier. Unfassbar. Vom Silicon Valley quasi ferngesteuerte Propaganda-Armee. Da schreien wir ganz laut: Wir sind keine Bots! 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 All die Informationen gebracht, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfinden. Begrüßt mit uns ganz herzlich die wundervolle Sen Falken, die wundervolle Julia Reeder. Wow, was gibt's hier wirklich? Es ist jetzt knapp 10 Jahre her, da stand ich schon mal hier am Potsdamer Platz und da haben wir mit ungefähr 20 Leuten gegen ein Urheberrechtsproblem demonstriert. Es sah echt nicht gut aus damals. Wir waren wenige, wir wollten ein freies Internet und keiner wusste, wogegen wir da eigentlich demonstrieren. Die Passanten haben uns komisch angeguckt und von der Politik fühlten wir uns ignoriert. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben uns organisiert, wir haben Flyer gedruckt und die Proteste wurden größer. Und plötzlich waren da Zehntausende auf der Straße. Gemeinsam haben wir damals, 2012, das ACTA-Abkommen gestoppt. Das Europaparlament hat damals unsere Proteste gehört. Das war damals für mich der Moment, da habe ich gedacht, ich gehe selbst in die Politik. Ich wollte genau all die Menschen vertreten, mit denen ich auf der Straße protestiert habe, damit sie nicht erst dann beachtet werden, wenn es schon fast zu spät ist. Leider muss ich euch berichten aus Brüssel, die Politik hat aus ACTA nichts gelernt. Heute sind wir wieder in der Politik. Seite. Naja, okay, die sind vielleicht interessant. Vielleicht kennt ihr Helga Trüffel. Die
Europaparlament, jetzt mal wenig, um CDU-Bashing etwas wegzukommen. Die CDU kriegt gleich noch ihr Fett weg. Also, Helga Trüpel ist der Meinung, dass Urheber und Urheberinnen endlich mal im Netz Geld verdienen sollen. Endlich mal? Hat die letzten 10 Jahre irgendwie verpennt, den Dornröschenschlaf geschlafen, oder ist die einfach nur unterbelichtet? Und das war Berlin gegen 13. Holy shit, Alter, was ein Tag. Ich war jetzt von ungefähr 12 Uhr bis ganz zum Schluss. Wir haben 18.30 Uhr jetzt mit dabei. Meine Beine sterben. Es ist schlimmer als Gamescom. Ich habe noch nie, oder also schon viele Jahre nicht mehr so einen langen Spaziergang. Ich meine, allein der Demozug war 2-3 Stunden. Es war einfach heftig. Sehr gute Reden. Extrem viele Leute. Oh. Ich bin übel fertig. Ja, und jetzt heißt es noch 3 Stunden Heimweg. Aber gut, dann kriegen wir jetzt auch noch hin und dann schaue ich, dass ich das Video so schnell wie möglich geschnitten kriege. Ich hoffe doch, dass die Politik uns jetzt endlich erhört hat, ja? Dass wir das jetzt doch noch verhindern konnten. Und wenn nicht, dann wisst ihr, was die Konsequenzen sind. Ja, da haben wir nochmal den Bundestag. Aber jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich vielen Dank auch fürs Mitdemonstrieren oder die Streams schauen. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt wieder Internet-Access habe, was alles so abgegangen ist. Weil ich war jetzt halt voll im Real-Life unterwegs den gesamten Tag. Auch ungewöhnlich für mich. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.